hier nochmal so einen Plan, L1, L2, L3 und so weiter. Des Weiteren dann hier die Aufrassteile. Hi, neues Hausbau-Update. Das Ding ist, ich wollte ja in dem Video ein bisschen was bei der Garage zeigen, was da mit der Dämmung und alles Mögliche passiert ist, aber jetzt ist schon wieder dunkel geworden. War ich beim Altbau ein bisschen von Nachmittag bis 18 Uhr und ja, ansonsten, was ich hier zeigen kann, und wir werden noch ein bisschen noch was machen, aber in erster Linie ist mir auch hier drin noch eine Sache aufgefallen. Das muss passiert sein, bevor die Betondecke gegossen wurde. Da waren ja wahrscheinlich noch solche hier bei dem Träger. Da hat er noch mit Bauschaum auf jeden Fall das dicht gemacht. Sieht man hier, das führt sich einmal komplett, wie der Träger langläuft. Hat er da Bauschaum hingemacht, damit es noch abgedichtet wird. Und hier an der Seite sieht man das auch an der Stelle, damit da kein Beton durchtrieft wahrscheinlich. Einmal das. Andere Sache, ja, meine Schwester hat mir geschrieben, ob man das am Ende sehen wird. Deren Fernsehtisch ist 40,5 cm hoch. Ich sag, die Steckdosen sind auf 30 cm und die Netzwerkdose. Deswegen, ob man da einen Fernseher hinstellt oder nicht, sieht man die am Ende nicht. Andere Sache, die sind ja auf jeden Fall keine Fans davon, solche Vierfach-, Fünffach- oder sonstige Rahmen hinzumachen, sondern das alles ein bisschen dezenter zu halten. Und eine Sache, wo ich mir Gedanken drüber gemacht hatte, ist dieser Vierfachrahmen, wo wir hier im Flur einmal die Kontrollschalter Badezimmer haben, dann noch der Stromstoß, nee, Treppenhausschaltung für Eingangsbereich, Treppenhausschaltung für Spots und noch eine Steckdose. Und da an der Wandseite haben wir quasi auch die Taster, Treppenhausschaltung für Spots, Eingangsbereich und noch eine Steckdose. Und da wir im Flur jetzt sowieso eine Steckdose auf Brusthöhe haben, würde ich sagen, machen wir hier einen Dreifachrahmen hin. Die Steckdose kommt weg und dafür kommt aber eine Steckdose 30 cm von Fertigboden, genau in derselben Flucht, also auch 20 cm von der Türzarge. Das mache ich einmal. Und ich wollte auch heute tatsächlich anfangen zu bohren. Jetzt geht es auf jeden Fall von der Zeit noch. Bevor ich bohre, werde ich mich hier auf jeden Fall schon im Vorfeld jetzt noch ein Kreuz machen für Thermostatschalter, falls der hinkommen sollte. Weil wenn hier erstmal ein Loch ist, dann hat man es übelst schwer, die Mitte, naja, doch mit einem Linienlaser ginge das eigentlich, aber dann noch die Höhe und so, naja, mit einem Linienlaser ginge das eigentlich, aber egal, ich mache das jetzt hier einfach ein Kreuz, damit man da einen Punkt hat, wo man bohren kann, falls da ein Thermostat hinkommt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir noch einen für Flur extra machen. Andere Sache ist ja noch gewesen, da werde ich auf jeden Fall anzeichnen, so zwei Steckdosen, glaube ich, und eine Netzwerkdose für Telefonkommode, sag ich mal. Gegebenenfalls habe ich gedacht, wenn Sie Ihre Telefonkommode hier so in dem Bereich hinstellen und wir hier sowieso gar nichts haben, würde es eventuell Sinn machen, ja, ich würde einfach mittig von der Wand einfach zwei Steckdosen, deine Netzwerkdose da noch hinbauen. Weil schaden kann es ja an sich nicht. Oder gegebenenfalls ein bisschen weiter zur linken Seite, damit es ein bisschen dezenter wirkt. Das könnte man sich noch machen. Klar, neben dem Sofa-Steckdosen macht Sinn. Und einmal ist die dafür gedacht, die eine Steckdose, die man da hat. Und zum anderen die beiden Steckdosen, die hier sind, wären auch dafür gedacht. Ich habe nochmal Paul gefragt, ist es nicht eventuell ein bisschen zu weit links? Wenn da ein Sofa hinkommt, macht er sich nochmal Gedanken drüber. Vielleicht behalten wir die und machen da trotzdem nochmal zwei hin oder sowas. Ich habe gemerkt, irgendwie haben wir sowieso relativ wenig Zweifach- oder Dreifach-Steckdosen überall, wo immer Schalter hinkommt, dann darunter eine. Sieht halt dezent aus, sieht okay aus. An den Stellen brauchen wir noch meistens nicht mehr. Da wird höchstens eine Steckdose oder gar keine genutzt. Deswegen, aber sonst ist der Plan eigentlich relativ gut. Und hier die zweifach, ne? Nee, einfach. Da muss man sich Gedanken machen, ob man da eventuell doch eine zweifach macht und so weiter, aber das kriegen wir schon hin. Eine Sache, die noch richtig genial ist, das Ding ist, ich habe ja bei Zählerschrank 24 den Zählerverteiler, die Zähleranlage bestellt mit den ganzen Komponenten. 3 bis 4 Wochen Lieferzeit vom Sicherungskasten an sich, aber die Einzelteile, Kleinkomponenten,
Die wurden heute schon geliefert. Die können wir uns zu Hause nochmal am Ende von dem Video gemeinsam anschauen. Wird eventuell ganz interessant sein. Vielleicht habt ihr noch diverse Fragen und so weiter, die ihr dann in den Kommentaren beantworten könnt. Ansonsten, Bohrkrone ist da. Hab hier noch eine tiefe Unterputzdose zum Test, damit die 1 cm weit rausschaut. Ich weiß, bei den Porotonsteinen genau in der Mitte ist so ein Trennsteg. Wenn der dran ist, muss ich mal ausprobieren und mir dann auf jeden Fall merken, wie weit die Bohrkrone rein kann. Ich werde mich da bei der ersten Dose rantasten. Bohrhammer habe ich am Start. Und ja, genau, machen wir das erstmal. Ansonsten bei Zählerschrank24.de einfach bestellt, weil da die Preise relativ gut sind. Jetzt nicht beim Großhändler oder so, weil da konnte man das richtig gut konfigurieren. Ich weiß nicht, in welcher Form das bei Unielektro beispielsweise der Fall gewesen wäre, ob man das dann, ja bestimmt, aber trotzdem so war es mir jetzt einfacher und komfortabler. So, die Unterputzdose, die habe ich mal auf Tasche. Des Weiteren den Schlag weggenommen. Das ist jetzt eine gute Bohrkrone. Das wird doch richtig schön werden vom Aussehen her. Und dann einfach auf ein Kreuz drauf und einfach mal bohren. So, die erste Schicht zu durchtrennen mit dem Bohrer selber ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Aber wenn man erstmal durch ist, dann geht das. Ansonsten kann man noch den dann rausnehmen, wie der jetzt doch beispielsweise rausgefallen ist. Ich werde das mal mit einem Meißel rauskloppen und bin mal gespannt, wie tief das jetzt in der Form schon ist. Gegebenenfalls ist mir tatsächlich auch der Bohrer ein bisschen nach oben, sehe ich gerade, wo ich angesetzt habe und dann wurde auf der Planfläche. Aber das ist minimal. Eventuell, also richtig sauber ist es auf jeden Fall. Gegebenenfalls ist das auch schon dieser Mittelsteg, von dem ich gesprochen habe. Ja, das sieht gut aus. So kann das eingegipst werden. Der guckt minimal raus. Vielleicht kann man ihn sogar noch ein Stückchen raus. Aber das hier ist auf jeden Fall schon mal das Maß. Ich hatte mir auch eventuell überlegt, also von der Bohrkrone braucht man gar nicht so tief reinfahren. Und gut, dass der Steg da ist. Und der ist auch noch schön fest. Und von der Tiefe, naja, man sieht auch den Abrieb meist am Porotonstein. Aber ich habe mir gedacht, eventuell so Tape drum zu machen, damit man echt nicht zu weit reinfährt. Weil ich möchte auch zwischen Dose und Dose jeweils auch kein Loch haben. Weil da auf der gegenüberliegenden Seite ist genau gleiche Höhe, gleicher Abstand. Nochmal das Gleiche, deswegen, das soll auf jeden Fall dicht bleiben. Ich kann auch einmal mit einem Edding einmal um die Bohrkrone drumherum fahren, wenn die komplett eingedingst ist. Und dann sieht man das auch. Ist es eventuell okay, den Anfang mit Schlag zu machen, damit der Bohrer schon mal eingesenkt ist? Und jetzt an der Stelle Schlag wegnehmen. Und den Bohrer, den bekommt man manchmal auch ganz schlecht raus. Am besten, ich nehme hier nochmal eine Kombizange, weil der wird doch richtig warm. Mit einer Kombizange immer rausziehen, den Bohrer. Ne, auch mit der Kombizange kriegst du den Bohrer zwar gefasst, aber nicht rausgezogen. Naja, das kleine Loch ist in Ordnung. Könnt ihr mal Tipps geben, wie ihr das macht, mit dem Bohrer rausmachen. Manchmal verhakt er sich, dann fällt er von alleine raus. Aber in solchen Fällen nicht.
Naja, eigentlich kann man direkt alle Löcher bohren, statt immer Meißel und Dings zu machen und das dann rauszuschlagen. Ich denke, bei den nächsten ziehe ich einmal komplett durch und schlage das dann am Ende raus. Der Kern ist auch super sauber. Hier haben wir noch ein Stück, das weg kann. So sieht das Ganze einmal schön sauber aus. Jetzt habe ich hier auch drei Unterputzdosen. Im Wohnzimmer werden wir auf jeden Fall besseres Licht haben. Dann wird das Ganze heller sein. Ich probiere das einmal provisorisch aus, ob das Ganze so hinhaut. Aber ich bin guter Dinge. Genau, so sieht es aus. Hast noch ein bisschen Spiel. Kannst die schön reinmachen. Die stehen auch noch ein Stückchen hervor. Ich kann ja kurz messen, inwiefern. Also wenn man die komplett tatsächlich bis ganz nach hinten randrückt, was man noch nicht machen muss. Man schmiert sich ja hier hinten sowieso noch. Also ich mache immer so mit dem Rotband, dass ich die Seiten zuschmiere. Und dann immer noch auf jede Unterputzdose hinten was mit der Kelle draufstreiche. Und das dann reinstecke und ausrichte. Und dann hat man noch Spiel, ob man das jetzt komplett drückt oder ein bisschen lässt und so weiter. Aber so komplett reingedrückt. Ach, das passt. 1,3 cm. Und hier 1,1 cm. 1,1. Das ist eine gute Putzstärke. Hier jetzt auch, wenn ich so drücke, 1 cm, 1,1. Das ist perfekt. Also von der Perspektive könnt ihr das einmal sehen, wenn ich jetzt hier beispielsweise die Unterputzdose einsetze, dann kann ich ja hier mal einen Zollstock ranlegen, dann könnt ihr das erkennen, inwiefern. Habt ihr jetzt einen Parallaxefehler? Warte mal kurz. So, jetzt muss ich auch nichts mehr anpassen oder sowas. Jetzt habe ich hier meinen Eddingstrich. Jetzt kann ich direkt loslegen. Hier jetzt an der Stelle beispielsweise einmal Thermostatschalter, die drei Jalousietaster und unten nochmal eine Steckdose. Alles direkt bohren, dann alles direkt ausmeißeln. Nochmal Feinschliff, wenn irgendwann ein Steg oder so noch überbleibt. Die lassen sich ganz einfach bei Porotonstein abkloppen. Und genau, und jetzt sind noch einmal hier vor der Kamera. Und dann mache ich alle quasi einmal offscreen und im Endeffekt seht ihr den selber. Also ist ja jetzt nicht so spektakulär, diese Arbeit. Ja, das sind auch so Sachen, beispielsweise hier jetzt muss ich relativ an der Kante bohren und jetzt ist er mir abgehauen. Deswegen muss ich ein bisschen jetzt mit dem Bohrer nach rechts ansetzen. Aber das sind so feine Sachen und am Ende, wenn man dann mit dem Laser die Unterputzdosen eingibst, dann hat man da auf jeden Fall noch Spiel. Aber ich versuche auf jeden Fall da, jetzt nicht direkt in der Kante, sondern wirklich da, wo ich ein Kreuz gemacht habe, zu bohren an der Stelle. Gleiches Problem auch hier bei dem. Und hier geht es dann wieder gut. Und unten bei der Steckdose haben wir auch einen Schlitz, wo ich ein bisschen weiter links ansetzen muss. Naja, man probiert sich halt dran und das wird schon.
Hier kann ich mal eine kleine Sache zeigen. Also Thermostat an der Stelle beispielsweise ist richtig gut geworden, schön mittig, sieht man hier vom Strich. Bei dem unteren hingegen habe ich dann festgestellt, wo ich mit dem Bohrer schon drinne war, dass der ein bisschen drüber ist. Das ist aber halb so wild, das ist minimal, das war wegen dem Schlitz dann eventuell abgerutscht oder so. Bei denen habe ich mich jetzt daran orientiert, die auch ein bisschen drüber zu machen. Bei dem Stein ist richtig gut. Hier war es schwierig, weil die Kanten nochmal richtig, also das ist ja Stoß an Stoß, Porotonstein. Die Ecken, die sind nochmal stabiler als das Innenleben, was wir hier haben. Deswegen hier ist richtig gut zu bohren in den Kammern. Hier ist ein bisschen stärker vom Stein her. Aber so habe ich mich orientiert. Und am Ende lässt sich gegeben, wenn man sogar diese, ich sag mal, die Verbindungsstücke der Unterputzdosen oben und unten beispielsweise abbricht, weil man die hier sowieso nicht benötigt, dann hat man nach oben und unten noch ein bisschen Spiel sowieso, wenn man es am Ende benötigt, aber wenn man es auch so eingibst, dann denke ich mal, fallen diese 5 mm, wenn überhaupt, gar nicht so wirklich ins Gewicht. Jetzt ist auch schon an der Stelle Akku gleich leer, lohnt sich gar nicht jetzt noch hier Akkuwechsel und das Ganze. Ich mache so viel, wie ich mir jetzt Bock habe, solange es noch früh ist. Das Ding ist, ich werde jetzt mit euch zusammen nach Hause fahren, die Sachen auspacken, die von Zähler Schrank 24 schon da sind, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe gerade eben noch mal eine Feststellung gemacht, die mir eigentlich schon geläufig gewesen ist. Da ist mir der Bohrer wieder verkantet bei einer Bohrung und dann ist herausgeflogen. Und wo ich den dann angesetzt habe, ohne Bohrer, die Bohrkrone, ging richtig schön durch wie Butter. Und so muss auch sein. Aber das Problem ist, dann habe ich ihn wieder reingesteckt für das nächste Zentrierloch. Und dann habe ich den nicht mehr rausbekommen. Auch nicht mit einer Zange, auch nicht mit Hebel, nichts. Deswegen werde ich beim nächsten Mal, wenn ich dann hinfahre, auf jeden Fall mit dem Zentrierbohrer den Ansatz schon mal anbohren. An jeder Steckdose, an jeder Schalterdose. Und dann ein einziges Mal mir Mühe geben, den Bohrer da irgendwie rauszubekommen. Und dann kann ich einmal komplett durchfahren. Und dann geht's richtig gut. Und jetzt ist hier auf jeden Fall das Paket, welches wir einmal uns anschauen möchten. Ein paar Einzelteile sind da auf jeden Fall drin. Schauen wir uns an. Und vielleicht gibt es da auch noch ein bisschen was zu sagen zu. So haben wir jetzt auf jeden Fall alles einmal auf dem Bild. Dann packen wir das Ganze einmal aus. Zwei Sachen, die direkt ins Auge springen, sind relativ selbsterklärend. Einmal das Patchkabel, 2 Meter, von Hager jetzt in dem Fall direkt. Dann auch hier diese Befestigungsschrauben, ganz normal einfach. Sechskant, Mutter, Unterlegscheibe und Dübel direkt schon dran. Dann haben wir hier das erste, der Überspannungsschutz oder Kombiableiter. Können wir mal auspacken. So sieht das Ganze an der Stelle aus. Hier die Beschriftung. Und sonst haben wir an der Stelle hier nochmal so einen Plan, L1, L2, L3 und so weiter. Des Weiteren dann hier die Aufrastteile. Da haben wir im Zählerschrank ja hier Neutralleiter, L1, L2, L3 und hier den Schutzleiter. Genauso ist es auch hier beschrieben. Und dann noch hier extra einen Kontakt, der Federmechanismus mäßig ist. Ne? Genau, einfach nochmal für 16 Quadrat PE-Ader, also Einzelader, welches dann nochmal zur Potentialausgleichsschiene direkt geführt wird. Und ja, dann ist da noch ein Teil mit drin gewesen. Das hier, das kommt dann, hier steht Kombiableiter Typ 1 plus Typ 2 plus Typ 3 Überspannungsschutz drauf. Das sieht aus, als wenn das hier rechts daneben kommen würde. Zack, und dann ist eingerastet. Und irgendwas, ich weiß nicht genau, für was das ist, aber ich habe mal irgendwie gesehen, dass man hier auch das abgreifen kann für ein APZ-Feld irgendwie mit dem Strom. Ich weiß es nicht genau,
aber irgendwie, sonst hat man hier keine Möglichkeiten. Also N, L1, L2, L3 und PE bekommt er sowieso hier direkt über die Dings. Und dann hier nochmal einen Erdleiter direkt. Dann ist das ganz gut. Lassen wir erstmal so bestehen. Wünschen sich EU viele, dass der auf jeden Fall im Sicherungskasten Anwendung findet. Dann machen wir hier jetzt weiter. Ah, hier haben wir einfach den selektiven Leitungsschutzschalter drin. Hier auch quasi genauso, dass man hier einmal L1, L2 und L3 hat. Einfach um die Phasen L1, L2 und L3 abgangsseitig zum Zähler dann dementsprechend reinmachen zu können. Und dann hier noch die Klappe, um die dann dementsprechend ein- und auszuschalten, die einzelnen Phasen. Mehr haben wir hier auch nicht wirklich dran. Ich glaube, bei ABB hat man unten noch die Möglichkeit, was einzuführen. Aber hier tatsächlich L1, L2, L3 per Federmechanismus. Und dann ist gut. Ich habe es gerade falsch. Nee, ich habe es richtig rumgehalten. Hier oben haben wir irgendwie noch so Zinken. Ich kenne mich halt nur mit ABB aus. Hage hatte ich in dem Fall noch gar nicht. Glaube ich zumindest. Ach genau, Neutralleiter ist hier, steht ein N drauf, dass man den einhakt beim Neutralleiter. Zack und dann Klack macht und dann ist gut. Einfach nur damit der Halt hat an der Stelle an den Neutralleiter, weil das da drüber ist. Das passt dann soweit. 63 Ampere war der. Soll vom VNB bei uns auf jeden Fall so vorgeschrieben sein. Genauso auch wie die Dreipunktmontage beim Zähler, dass man da kein EHZ hat. Hier muss ich selber mal gucken. Das ist die APZ-Vorbereitung. Muss ich mal schauen, was hier alles drin ist. Also einmal der Leitungsschutzschalter, welcher auch beim unteren linken Anschlussraum hinkommt. Ein B6-Automat. Aber ich kenne das so, dass der da dann aufrastet. Im unteren linken Anschlussraum, wo wir auch den Hager-Einspeiseadapter und den Dehnüberspannungsschutz und den selektiven Leitungsschutzschalter drin haben. Dann ist hier noch eine Klemme, wahrscheinlich um den dann irgendwie da zu befestigen. Ich sage, ich kenne mich damit auch nicht wirklich aus, noch nie gemacht, aber macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. APZ wird dann dementsprechend dadurch mit Strom versorgt. Hier wahrscheinlich Kabel, die noch zum Zähler gehen, um das dann anschließen zu können. Da haben wir einmal die Aderfarben schwarz und blau, welche von einem Punkt zum anderen gebrückt werden. Und dann sind die hier nochmal so verlötet, sag ich mal. Naja, nicht verpresst wohl eher. Also, dass hier zwei Kabel sind, einmal braun, einmal schwarz. Kriegt man die gar nicht auseinander? Ne, haben sie so gemacht. Naja, und dann hat man hier. Ah, jetzt ist unscharf, jetzt ist wieder scharf. Und dann hat man hier seine beiden Adern. Dann geht es weiter. Hier einmal zu dem Steckkontakt. Und dann geht es weiter nochmal zum letzten Steckkontakt. Kann ich wieder ein bisschen rauszoomen. Dann haben wir hier noch eine Ader, die genauso ist, nur schwarz. Hin und zurück. Dann nochmal so ein Bauteil. Also die gleiche Schelle hier, die haben wir einmal zweimal. Und hier noch ein bisschen Kleinkram, Plastik. Und das kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Das werde ich machen, um mal prinzipiell zu verstehen, wie das alles hier funktioniert. Machen wir trotzdem mal auf das hier. Hier ist nochmal so ein Heftlein von Hager. Und dann haben wir, ach, das sind wahrscheinlich die Komponenten, um das aufrasten zu können. Den Leitungsschutzschalter, den B6-Leitungsschutzschalter, damit man den im unteren linken Anschlussraum festmachen kann. Und hier sind auch nochmal zwei Schrauben, die auf jeden Fall nicht verloren gehen dürfen. Dann packe ich mir das sorgfältig alles wieder ein. Ich packe mal alles in die Tüte. Und dann ist gut. Dann haben wir hier, weiß ich gerade, glaube ich, selber nicht. Ah, doch. Ich glaube, dass ich das gar nicht bestellt habe. Aber es war drinne. Das ist jetzt, steht doch drauf, Sammelschienenverbinder.
Ich weiß nicht, ist das hier ein Sammelschienenverbinder für L1, L2, L3, N und PE, um das im unteren linken Anschlussraum mit der Zuleitung, mit der Steigleitung zu verbinden? Weil ich würde es eigentlich gerne mit einem Einspeiseadapter machen, mit dem Hager-Einspeiseadapter. Hier sind irgendwie noch so Metallplättchen drin. Ich habe mir das noch nicht angeguckt, noch nicht angesehen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, L1, L2, L3, N und PE. Und was es damit noch auf sich hat, kann ich gerade auch nicht sagen. Muss ich mir mal durchlesen. Ich kann mir nicht entsinnen, dass ich das irgendwie bestellt habe. Ach, das sind die Verbindungsstücke. Ich habe ja einen großen Zähler. Ich habe ja mit zwei Zählerfeldern nebeneinander. Das Ding ist, die sind ja erstmal getrennt voneinander. L1, L2, L3, N und PE, diese Kupferschienen, die wir da drin haben. Und um das zu verbinden und noch mit Kunststoff abzudecken, gibt es eben dementsprechend das hier. Hier sieht man das ganz gut, dass das hier wie ein Verbindungsstück die beiden miteinander verbindet. Und am Ende kommt dann da noch eine Abdeckung drauf. Dann sieht das so, wie wenn das fertig ist, sieht es dann mit Abdeckung aus und die Schienen sind einmal komplett durchverbunden. Aber das benötigen wir eigentlich gar nicht. Aber die Vorbereitung, dass man das macht, ist schon mal ganz gut auf jeden Fall. Vorbereiten kann man das, dann geht es auch nicht verloren und hat die Möglichkeit, rechts daneben noch weitere Sachen zu machen, wenn es denn kommen sollte. Dann haben wir erstmal alles hier, auch mal schön gesehen zu haben. Genau. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.